Na? Jawohl, wieder mal Servus und Habe dere zum neuen Einblick ins pure Landleben. Jawohl. Ja, wie im letzten Video versprochen, geht es heute in dem Video ausschließlich um die Zwiebel, also um unsere frisch geschlüpften Zwiebel. Da habe ich letzten Sonntag schon einen Livestream gemacht, wie es ihnen geht und so weiter. Und da habe ich gesagt, jawohl, nächsten Sonntag, den Sonntag drauf, da gibt es ein Video zu den Zwiebeln, wie es uns gegangen ist, vom Ausbreiten und so weiter und so fort. Und darum heute das Video, jawohl. Ich verlinke euch das von letzten Sonntag, den Livestream, nochmal in der Videobeschreibung von dem Video, dass ihr die Zwiebeln sehen könnt, wie es vor einer Woche ausgeschaut haben. Ja, ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Von Tag zu Tag, wie es uns gegangen ist, vom Ausbreiten her. Und das würde ich gern mal so dokumentieren, weil ein paar Sachen natürlich ganz interessant waren in dem Zusammenhang, weil wir mit einem Brutapparat ausbreitet haben, mit einem Cuvatuto-Brutapparat, der wird der ein oder andere kennen von euch. Und da möchte man gern unsere Erfahrungen teilen, natürlich, weil das so hingehauen hat. Was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, weil mir auf die Schnauzen gefallen sind, ganz ehrlich, sage ich auch ganz ehrlich. Also, das tue ich nicht verbergen, weil das nutzt einfach kein was. Und so weiter und so fort. Genau. Ja, und wie gesagt, ich habe da meinen Zettel da, weil da tut man sich einfach schlicht und ergreifend leichter, wenn man das Ganze aufschreibt, dann sagt man nichts falsch. Ne? Genau, jawohl. Also, wir haben angefangen mit 22 Eier. Also mit 22 Eier, die haben wir geholt von einem ganz netten Mechelner Züchter, weil wir haben ja Mechelner, also Mechelner Rasse von den Hühnern, wollten wir aus mehreren Gründen. Ein wichtiger Grund ist schlicht und ergreifend gewesen, weil die Mechelner auf der sogenannten roten Liste stehen, das heißt, die Mechelner sind vom Aussterben bedroht. Und das hat uns eigentlich schon gereizt, dass wir sagen, hey, wenn wir wirklich jetzt da hinten ausbreiten, dann wollen wir nicht unbedingt Hybride, also ganz normale Hähne, wie man es kennt, sag ich einmal, das sind der, ist der Usain Bolt unter die Hähne, sag ich allerweil, weil die haben schlank, die haben flink, die sind halt gute Leger, sag ich einmal. Die sind auch, ja, die schauen, dass sie auf den Teich kommen, ne? Das heißt, die sind sportlich benannt, schlank und so weiter und so fort. Die Hähne und auch die Hähne. Ja, und die Mechelner, die sind einfach ein bisschen gemächlicher. Das muss man ganz klar sagen. Die haben auch ein bisschen fester benannt. Das sind halt die, ich weiß es auch nicht, Bud Spencer unter die Hähne. Wenn man es so sagen will, dann haben sie die Bud Spencer unter die Hähne. Die einen haben die Usain Bolt. Und das ist der Bud Spencer unter die Hähne. Ein bisschen gemächlicher, ein bisschen, einfach zutraulich, zutraulich, gemächlicher und einfach lustig drauf. Man merkt es jetzt auch schon bei den Zwiebeln, dass die einfach, ja, die sind nicht neide um was, die haben gut zueinander, die haben ganz, ja, die haben, vor allem haben sie Websert, ne? Die haben Wessen im Arsch, aber die Hähne und die Gockel, die können gut miteinander auskommen und die merken sich auch Sachen, wenn das halt heimlich werden. Darum haben wir gesagt, jawohl, rote Liste, da die wir dazu beitragen, dass die nicht aussterben und wenn es bloß ein ganz minimaler Beitrag ist, dass wir da mitwirken können, dass die Mechelner Rasse so ja, weiter besteht. Jawohl. Wie gesagt, wir haben 22 Mechelner Eier geholt in Ergolding. Das ist nicht weit von uns weg. Da haben wir 22 Eier geholt. Was nicht typisch ist, ist die Jahreszeit zum Ausbreiten. Das heißt, man hat auf jeden Fall normalerweise mit mehrer Verlust zum Rechnen. Also weil einfach die Befruchtungsrate von den Eier einfach schlechter ist. Wir haben am 1.7. die 22 Eier geholt. Wir haben es
gekauft bei einem, der wo einfach Michalina züchtet, wie schon gesagt. Und der Mo, der hat schon gesagt, ja, da werden nicht so viel ausfallen, weil natürlich die Befruchtungsrate von den Eiern relativ schlecht ist, wenn man, sag ich mal, im Juli anfängt zum Ausbreiten. Darum haben wir gesagt, jawohl, nehmen wir 22, dass vielleicht 8, ja, vielleicht 8 ausschlüpfen. Das war mal unsere Herangehensweise. Wie gesagt, 1.7. haben wir die Sache angegangen und haben es geholt. Dann haben wir am 2.7. die ganzen Eier zusammen da und in zwei Brutapparate rein. Also wir haben es bewusst einen Tag liegen lassen. Das sollte man machen. Man soll es nicht am gleichen Tag, wenn man es holt, gleich im Brutapparat da, sondern man soll es nur mal liegen lassen, dass da einfach Ruhe ist. Das heißt, am besten am 1.7. die Eier im Brutapparat einlegen und dann am 2.7. erst den Brutapparat anschalten. Das ist eigentlich auch, ja, einfach wichtig. Das hat uns der Mo auch mitgegeben, macht das, weil dann haben die Eier nur mal eine Ruhephase und haben nicht draht worden und so weiter. Haben wir auch gemacht und daher haben wir am Freitag, den 2.7. das Ganze dann halt den Brutapparat angeschaltet, beziehungsweise die zwei Brutapparate. Wir haben zwei Cubatuto gehabt, seht ihr jetzt auch, wie die ausschauen. Und da haben wir dann die Eier reingelegt. Also wie schon gesagt, wir haben das Ganze mit zwei Brutapparaten gemacht. Grund gibt es eigentlich keinen dafür. Wir haben einen selber gekauft und einen haben wir sich ausgeglichen. Dass wir natürlich gleich mal einen Schwung von den Michalner rausbringen, weil wir haben 22 Eier gehabt und der Hersteller von dem Cubatuto sagt, dass da 16 Eier reingingen in den Brutapparat. So, jetzt ist die erste Sache schon die, geht es nicht unbedingt auf die Herstellerangaben von dem Cubatuto. Der sagt, 16 Eier geht da rein und wenn wir jetzt wir da 16 Eier reingepackt hätten in diesen Apparat, dann wäre das viel zu eng gewesen. Also das ist natürlich abhängig von der Eigröße. Also wenn ihr relativ große Eier habt, also wie die Michalner, die haben halt größer, ne, dann gehen da wesentlich weniger Eier rein. Man sollte da lieber weniger wie mehr rein tun, weil natürlich die Eier sonst einfach, ja, sie haben zu eng aufeinander, kann was passieren und uns ist auch was passiert, da sage ich gleich noch was dazu. Wie gesagt, dann haben wir haben 15 Michalner Eier in den ersten Apparat rein. Diesen Apparat haben wir dann gleich eingeschalten am 2.7. in der Früh. Dann haben wir ja im Prinzip summa summarum noch 7 Michalner Eier über. Von 22 bleiben 7 über. Und die Eier, die haben wir dann in den zweiten Cubatuto-Apparat, Brutapparat rein. Weil wir dann einen Platz gehabt haben, haben wir gesagt, jawohl, dann probieren wir auch unsere eigenen Hühner mal aus, was die für Eier produzieren, weil da die Befruchtungsrate ist. Und haben dann auch noch 8 Eier von unseren Hühnern rein. Also wir haben ganz normale Hybriden, wie man es kennt, ganz gewöhnliche. Haben wir dann auch noch 8 von unseren Graben Valley Hühnern, da 8 Eier auch noch in den zweiten Apparat rein. Da. Was man nur dazu sagen muss, in den zweiten Apparat haben wir dann Nachmittag, also am 2.7. Nachmittag eingeschalten. Einfach mit einem Zeitversatz, um ein bisschen zum Schauen, ob das Auswirkungen hat vom Schlüpfzeitpunkt und so weiter. Das hat uns einfach interessiert. Dann muss man noch dazu sagen, in den zweiten Apparat, den wir jetzt Nachmittag, am 2.7. Nachmittag eingeschalten haben, da haben wir praktisch auch die Michalner Eier rein, da, die 7 an der Zahl, die wow, frischer waren. Also von der Mo, wo wir es hergehabt haben, der hat gesagt, die 7 Eier, die sind frischer. Also das heißt, die haben nicht so alt wie die anderen. Die anderen waren schlicht und ergreifend ein bisschen älter. Die sind halt ein bisschen länger gelegen. Ist auch eine ganz interessante Sache, ob das einen Unterschied ausmacht. Ja, wir haben es einfach da probiert. Wir haben es getrennt. Im zweiten Apparat die frischen Michalner Eier und in den ersten Apparat die weniger frischeren. Also die waren einen Tag älter, die Eier. Jawohl, und dann ist erst einmal Warten angesagt. Also das heißt, vom 2.7., wenn wir eingeschalten haben, bis zum 9.7. haben wir gewartet. Wir haben die Apparate nicht mehr angefasst. Und dann am 7. Tag, Pi mal Daumen, 2.7. bis 9.7. haben wir geschiert. Also das heißt, von 2.7. bis 9.7. diese Eier nicht anfassen, nicht diese
diesen Apparat öffnen und so weiter. Der Apparat macht alles automatisch. Also der dreht die Eier, der tut die Wenden, der hält die Temperatur konstant 37,5 oder 37,8 Grad. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, irgendwie sowas in dem Dreh, der hält die konstant, dass da wirklich keine Temperaturschwankung ist, und der dreht auch die Eier. Also die müssen nicht mehr gewendet werden. Das ist so, dass das Küken, das was da drinnen heranwächst, einfach nicht an der Schale anklebt. Genau, wir haben am 9.7. dann geschiert. Wie gesagt, was ist Schieren? Schieren ist ganz einfach schauen, ob die Eier befruchtet sind. Also da nimmt man sich eine ganz einfache Lampe her, die wo relativ hell leuchtet. Da stülpt man Klopapierrollen um, also Klopapierkarton, der wo überbleibt, wenn man am Lokus war, sozusagen. Genau, das stülpt man drüber, dass man so einen Kanal kriegt oder so einen Tunnel. Und da drauf, da legt man dann das Ei und dann durchleuchtet man das Ei. Und dann kann man eigentlich, da braucht man fast gar nicht ein geschultes Auge, sehen, ob das Ei befruchtet ist oder nicht. Also ich zeige euch das nur mal jetzt parallel, wie das Ganze ausschaut. Wenn das befruchtet ist, das Ei, dann sieht man einen, ja, so einen dunklen Fleck drin und ein bisschen tatsächlich blutadernartig, und auch dieser Punkt, dieser dunkle Fleck, der pulsiert auch ein bisschen. Und wenn es nicht befruchtet ist, dann ist das Ei wie eine Glühbirne. Auch ein Beispiel zeige ich euch, oder? Gerade im Moment. Also man kann da schon gut schauen, ob da was befruchtet ist und was nicht befruchtet ist. Weil was nicht befruchtet ist, das nimmt man natürlich raus. Weil es macht da keinen Sinn, bis zum Ende die Eier drin zu lassen. Ja, die nehmen wir irgendwie Platz weg. Und wenn dann alles schlüpft, und es schlüpft da nichts aus, weil es ist ja nicht befruchtet. Wenn dann was schlüpft, dann ist alles zu eng. Also von dem her einfach rausnehmen, dann die, wo nicht befruchtet sind, und die Befruchteten wieder in den Apparat zurücklegen. Das ganze Schieren, das sollte relativ schnell vonstatten gehen, weil natürlich sonst die Temperaturschwankung schlicht und ergreifend einfach zu voll ist, was dann das Ei hat, und dann, wenn es befruchtet ist, dann macht, ist, ja, schlüpft im Endeffekt noch nichts aus, weil es also kalt worden ist, das Ei. Also das sollte immer diese konstante Temperatur halten. Am 9.7. haben wir dann auch noch was gemerkt. Und zwar waren zwei Mechalner-Eier angebrochen. Also zwei von diesen 22 Mechalner-Eiern waren eingedollt. Wir haben das eigentlich rein durch Zufall, weil wir eben geschiert haben, gemerkt. Und wir haben nicht ganz nachvollziehen können, wie lange es schon angebrochen waren. Aber wir sind gleich total erschrocken und natürlich aufgeregt, weil, wow, zwei Eier sind kaputt, in Anführungsstriche. Wie kann das passieren? Ja, wir haben dann überlegt, es kann nur so sein, dass entweder zu viele Eier in diesem Brutapparat drin waren, und dann durch das Drehen von dem Covaduto-Apparat, Brutapparat, ist dann einfach, haben zwei Eier zusammengestoßen, und dann haben eben die zwei Eier angebrochen. Oder, ja, anders kann es eigentlich, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, es hat so sein müssen. Ja, große Aufregung, was machen wir, weil natürlich wollen wir die zwei Eier retten, weil das waren befruchtete Eier. Wir haben die geschiert und haben gesehen, hey, da ist Leben drin, da müssen wir alles versuchen, dass die durchkommen, dass die nicht kaputt sind, auf gut Deutsch gesagt. Und was können wir da machen? Ja, irgendwie wieder das Verschließen, der gebrochene Teil von dem Ei. Und haben dann, ja, relativ zügig eigentlich auf die Idee gekommen, ey, das könnte man mit Wachs machen. Da kann man eine Kerze noch zünden, auf gut Deutsch gesagt, passt auch dazu. Zwei Eier, Kerze zünden, mal eine Kerze noch. Ne? Kerze noch zünden, Wachs schmelzen und dann das, was gebrochen ist, wieder versiegeln, in der Hoffnung, dass natürlich innen das Häutchen, da ist noch ein Häutchen drin, hat, nicht beschädigt gewesen ist, weil wenn das beschädigt wäre, dann wäre natürlich, würde nichts ausschlüpfen, weil das ganze Klima, was in dem Ei herrscht, oder dieser Zustand war dann gestört gewesen. Von dem her haben wir nicht herausgefunden, ob jetzt da das Häutchen irgendwie beschädigt war, und wir haben einfach das Wachs drüber gegossen und haben dann das Ei wieder zurück im Brutapparat. Mit der Hoffnung, dass natürlich das nicht Schaden genommen hat davon. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn da zwei Eier von den ganzen
Eiern irgendwie zu Bruch gehen. Und das hat uns schon gescheit genervt, muss man ganz ehrlich sagen, weil nur dazu sind es befruchtete Eier gewesen. Das heißt, da ist im Prinzip schon ein Leben drin gewesen. Und durch das, dass die gebrochen sind, wären die Eier verloren gewesen. Ja, das hat uns schon sehr genervt. Und wir haben natürlich gehofft, dass wir durch das Wachs irgendwie das wieder ins Rennen bringen, ja, dass die Eier nicht verloren sind. Und haben dann eben ein Ei in den einen Brutapparat und das andere in den anderen, von denen zwei, dass ja, die wie in Watte gepackt sind, die Eier, und nichts mehr passieren kann. Wie gesagt, das ist ein totaler Schrecken, aber bei solchen Situationen muss man irgendwie eine Lösung finden und klar denken können, weil ja, es waren zwei befruchtete Eier, und wenn man einfach sagt, hey, wirf's raus, auf gut Deutsch gesagt, das, wenn das wer sagt oder wer denkt, das finde ich einfach falsch. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob es euch geht, schreibt es gerne unten mal in die Kommentare rein. So geht es mir. Das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man, wenn man sowas, so ein Projekt macht mit Eier ausbrüten, dass man wirklich alles in seiner Macht Stehende tut, dass die Eier keinen Schaden nehmen. Wir haben dann am 11.07. wieder geschiert, und zwar den zweiten Apparat. Wir haben dann wieder die Eier durchleuchtet und geschaut, ja, weil ein paar Eier waren fragwürdig am 9.07. Wir haben dann am 11.07. den zweiten Apparat geschiert und haben da ein paar Eier raus da, weil, wie gesagt, nicht befruchtet, und zwar 5 von unseren Hybriden haben wir gleich aussortiert. Wir haben anfänglich 8 in den Brutapparat rein und 5 haben wir gleich am 11.07. aussortiert, weil sie nicht befruchtet waren. Also kann man schon die erste Erkenntnis sagen, unsere Hennen, unser Hahn und so weiter, die produzieren nicht unbedingt gut befruchtete Eier. Kann mehrere Gründe haben. Entweder, also die Hennen sind relativ jung, sind glaube ich knapp ein Jahr alt, also, oder nicht einmal ein Jahr alt, und der Hahn, der ist auch relativ jung. Also das kann jetzt ein Grund sein, dass die Eier einfach nicht befruchtet waren, oder es kann natürlich auch die Hitze sein. Wie gesagt, im Juli sollte man einmal das Ausbrüten nicht beginnen, man sollte es im Frühjahr machen, da ist einfach die Rate von befruchteten Eiern normalerweise höher. Und genau, das haben wir gemacht. Wir haben am 11.07. 5 Graben-Valley-Eier raus, weil nicht befruchtet, die restlichen haben wir drin lassen, die waren fragwürdig. Also die 3, wo dann noch drin waren, die haben wir dann drin lassen, weil wir gesagt haben, hey, da kann da Leben drin sein, da war ein kleiner dunkler Fleck zu sehen, es war nicht der hundertprozentige Glühbirn, die haben wir dann einfach nur drin lassen in dem Apparat. Und jetzt ist es soweit. Ja, nach 20 Tagen und genau 11 Stunden schlüpft das erste Küken.